herzlich willkommen zu unserer TV-Ausgabe des Mondkalenders. Heute werfen wir einen Blick auf die unterschiedlichen Mondphasen in der kommenden Woche sowie den Mondkalender, der seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle in unserem täglichen Leben spielt. Der Mond beeinflusst nämlich nicht nur das Wachstum von Pflanzen, sondern sogar unseren alltäglichen Aktivitäten. Beginnen wir mit dem abnehmenden Mond am Montag und Dienstag. Der abnehmende Mond gibt negative Energien für den Wachstum von Pflanzen ab. In dieser Phase konzentriert sich die Energie des Mondes mehr auf die Wurzeln der Pflanzen, was das Setzen und Säen von Pflanzen sinnvoll macht. Das Düngen sowie der Rückschnitt und das Auslichten von Gewächsen ist am Montag ebenfalls besonders empfehlenswert. Weitere Empfehlungen für Montag sind das Ernten, Einlagern und Konservieren von Früchten oder Gemüse, sowie das Waschen und Putzen in den eigenen vier Wänden. Außerdem ist es eine günstige Zeit, um sich von den unnötigen Ballasten zu befreien und unerwünschte Energien aus dem Haus zu vertreiben. Mittwoch und Donnerstag eignen sich als die Tage, um Kompost herzustellen, sowie sich um die Pflege der Nägel, Hände und der Haut zu kümmern. Ansonsten bleibt alles gleich wie am Montag und am Dienstag. Die abnehmende Mondphase ist außerdem die geeignete Zeit für pflegende und regenerierende Maßnahmen. Die Energie des Mondes wird in dieser Phase als unterstützend für Prozesse gesehen, die mit der Regeneration und Erneuerung von Zellen und Geweben in Verbindung stehen, wie es bei der Haut- und Nagelpflege der Fall ist. Der Freitag hält jedoch eine kleine Ausnahme bereit. Der Mondkalender zeigt am Freitag, dass Sie das Gießen besser vermeiden sollten, während wiederum die Pflege der Nägel als günstig erscheint. Der Freitag ist ein Neumond in der Mondphase. Während des Neumondes befindet sich der Mond zwischen der Erde und der Sonne und seine beleuchtete Seite ist von der Erde aus nicht sichtbar. Während dieser Phase ist die Mondenergie auf ihrem Tiefpunkt. Daher wird empfohlen, das Gießen während dieser Zeit zu vermeiden, damit die Pflanzen sich erholen und sich auf eine neue Wachstumsphase vorbereiten können. Der Samstag fällt wiederum in die Zeit des zunehmenden Mondes. Der zunehmende Mond wird mit Wachstum und Fülle in Verbindung gebracht. Es wird daher an einem Tag mit zunehmendem Mond das Gießen vermieden, um das natürliche Wachstum der Pflanzen zu unterstützen. Der Sonntag gehört ebenfalls zur Zeit des zunehmenden Mondes. In der zunehmenden Mondphase beeinflusst die Mondenergie das oberirdische Wachstum von Pflanzen. Daher wird das Gießen am Sonntag als vorteilhaft betrachtet. Allerdings raten wir Ihnen davon ab, am Sonntag zu ernten, einzulagern oder zu konservieren, da dies mit dem abnehmenden Mond in Verbindung gebracht wird, wo die Energie für Ruhe, Ernte und Lagerung betrachtet wird. Ein neuer Haarschnitt, das Machen einer Dauerwelle und das Pflegen der Nägel am Sonntag könnte möglicherweise zu unerwünschten Ergebnissen führen. Daher sollten Sie das am besten auch unterlassen. Das war's von uns mit dem aktuellen Mondkalender der Kalenderwoche 6 2024. Viel Spaß bei der Umsetzung des Mondkalenders und den Alltag harmonischer zu gestalten und im Einklang mit der Natur zu leben.